Willkommen zurück zu Let's Play The First Tree. Ich habe jetzt die ganzen Geschichten, also ich bin jetzt nochmal zwei Gebiete weiter hinten wieder gespawnt. Ich habe jetzt nicht mehr alles eingesammelt, diese kleinen Punkte. Aber ich habe die ganzen Geschichten nochmal aktiviert, aber die Punkte habe ich liegen lassen. Ich hoffe mal, dass die nicht wichtig sind. So, aber jetzt werden wir hier natürlich wieder alles einsammeln, was wir sehen. Aber erstmal würde ich gerne wissen, wo wir überhaupt lang müssen. So, was ist das hier, ein Geysir? Ja, sieht so aus. Irgendwie, was denn, habe ich sonst umgebracht? Was? Was ist mir denn nun? Habe ich uns getötet? Na gut, einmal in den Geysir gesprungen. Und jetzt sind wir ganz woanders. In irgendeinem Wald. Blöd ist an dem Spiel, dass man nicht speichern kann. Er speichert irgendwann automatisch. So, dort vorne kann man hoch und dort scheint auch eine Geschichte zu sein. Oder mehr von der Geschichte. Ich sag's mal so. Dann wollen wir uns das natürlich gerne anhören. Erstmal hier natürlich die Punkte mitnehmen. Dort unten sehe ich nichts mehr. Dann geht's hier mal hoch. Ach so, noch weiter hinten. Ja, komm. Geh hoch. Nee, was ist das? Was bist du? Konnte mich hier irgendwie verbeugen. Geht auch nur auf dem Stein und dann, weiß ich nicht, haben wir das gerade eingeatmet. Okay, dann müssen wir davon nun also drei sammeln, was auch immer das ist. Was ist hier vorne, ein Sarg? Nee. Doch. Nee. Ein Zelt. Ein ziemlich plattes Zelt. Wo der Schlafsack gerade mal so reinpasst. Ganz schön komisches Zelt auf jeden Fall. So, sehe ich hier noch irgendwas, irgendein Lichtstrahl im Himmel, der uns zeigt, dass dort was ist? Ja, dort vorne. Und dort vorne. Ach, das ist Geschichte. Da wird wieder was erzählt. Dann bin ich... Oh, das ist eine Hütte. Wir gehen dort erstmal hin und gucken uns das genauer an. Kann man dort rein? Nein, aber die sieht doch nicht mehr ganz so gut aus. Na gut, dann bin ich jetzt mal wieder ruhig. On our property, there were old abandoned pieces of a shed and car long left unused. I used to ask him all the time who those people were that left all this junk. And I'm sure he got so tired of hearing it that he made up some elaborate stories how a brown bear ate them and haunted the woods afterwards. What's funny is I think it made those people seem more real. Growing up thinking they were still hanging out, like they couldn't say goodbye. I used to tell my friends how I could swear I saw spirits move near the water, and that always freaked them out.
I guess it didn't bother me, because the way I saw it, they were normal people with old cars and sheds, just trying to figure out how to survive and be happy in the middle of nowhere. It was a cool thought that they didn't want to leave, but you know, I was a weird kid. Well, you had good company since those ghosts like living in a place where they were brutally devoured. Okay, finden wir davon hier noch mehr? Also dort vorne, das ist dann unser nächstes Ziel. Das werden wir uns dann jetzt erstmal holen. Ah ja, hier vorne ist noch eine Geschichte. Und dort vorne scheint nichts mehr zu sein. Nein. So, dann einsammeln. Even at my most distant, at the times when I detested him the most, he kept reaching out. For a year straight, he asked me every week when we were going camping. I thought he was just dense. Eventually, to shut him up, I agreed. We carried out the worn lawn chairs from the garage and set up a cinder block campfire at the site we'd always used behind the house. We walked down the mountain path, talking in the warm sunshine we only got a couple months of the year. Those three obsidian rocks shimmered alongside the shore, almost like sparklers pressed against a dark window. I'll never forget that wet stone on my feet, or how those massive mountains looked even bigger in the lake's reflection. I felt small, but grateful. As the sun set, my dad found something I hadn't seen for a long time. The tree where I'd made my first carving when I was 6. I hadn't even carved it. My dad had helped me, but I still called it my tree. Something about seeing my name there made me open up, and we talked about everything that night in that old camouflage tent. I told him how much I love sketching and design, and how it would be a dream to study architecture in Seattle. I told him how I didn't get along with my friends much anymore, but that I didn't mind being alone. He told me he was there for me, and he joked that if all he had to do was write my name on a tree to finally get me to talk, he would have left me carved logs with novels on them in front of my room every morning. I don't know why it took me that long to realize it, but it was then I knew how much he had sacrificed for me. My dad built a lot of stuff in his free time. If he wasn't watching fly fishing or reading Tom Clancy novels, he was carving something. He made tons of birdhouses. Not that he was into bird watching, but I think he really missed working and adding on to the home. If he couldn't afford the time to build onto our own house, he would have to settle with watching birds move into their little homes. We kept an old mattress in the bed of that ugly yellow truck, so we would drive it deep into the woods and then watch the birds fly into their houses while the sun set. Usually it was accompanied by venison jerky or a cold coke, but not a lot of talking, which is how we both liked it. So hier hinten ist definitiv doch noch sehr viel. Aber trotzdem nichts von dem, was wir einatmen können. Das, was vor diesen Ranken war, direkt dort in der Mitte, vorhin, das konnte ich irgendwie nicht aufnehmen. Wahrscheinlich ist das das Letzte. Und wir brauchen jetzt erstmal noch vorher einen anderen, damit das geht. Naja, dann hören wir uns das jetzt an und dann geht's gleich zurück. We were happiest underneath the evergreens. We decided it was time to finally map out the hundreds of acres we lived on, just to pass the time during the summer. He was only free in the evenings, so I would spend the day wasting time on dial-up internet and sketching, and then we would rush into the woods, pen and map in hand, before evening fell. Sometimes, the aurora borealis would cast a cold green glow on the mountainside, and we would finish our route underneath a twilight sky.
Sometimes I was lonely during those summer days, but there was comfort in the routine. A lot of teenagers aren't looking for the daily grind, though. There's nothing wrong with wanting to get out, to leave your childhood home. You wanted to progress, to make something of yourself. Yeah, you're right. That house. I'm sure it's the same as how I left it. But then why does it feel so different? I doubt you're the only adult to have looked back and asked that question. So, hier sehe ich doch schon. Vermutlich das zweite, wie kommt man da hoch? Wir gehen mal außen rum. Hier links rein. Ah, hier vorne. Ja, hier ist es irgendwo. Da unten wartet es. Dann holen wir es mal. So, das hat doch funktioniert. Damit haben wir nun zwei. Einer fehlt noch. Und wo der ist, das wissen wir ja. Wahrscheinlich öffnet sich dann diese Rankenwand, sobald wir alle drei davon eingesammelt haben. Okay, sieht immerhin nicht so aus, als ob das hier eine Sackgasse ist. Dann müssen wir immerhin ja nicht zurück. Die Punkte hier oben nehmen wir auch noch ganz kurz mit, wenn ich dort irgendwie hochkomme. So. Und so. Und dann laufen wir nun wohl mal den Weg zurück. Die ganzen Bäume und Büsche laden aber ziemlich spät. Und das Gras. Naja, dort vorne sehen wir schon, wir sind also gleich da. Dann hoffen wir mal, dass wir das nun gleich, wenn wir da sind, aufnehmen können. Ah, da steht doch was. Eine Wegbeschreibung, so. Würde ich mal sagen, war das zu einem Boot. Wir sind doch da lang, ich habe kein Boot gesehen. Na gut, dann haben wir das wohl verpasst. Hat man wahrscheinlich in der Aufnahme gesehen, ich habe es aber nicht gesehen. Aber dann war es wahrscheinlich auch noch weit weg. So, und das letzte. Ja, es öffnet sich. Dort oben rechts und links sind auch noch Punkte. Irgendwas steht dort vorne. Sieht aus wie ein Wolf irgendwie. Ein zweiter Fuchs wird es nicht sein, der da vorne ist deutlich größer. Aber irgendein Tier steht dort. Ja doch, das sieht sehr nach einem Wolf aus. Nein, hol den Punkt. Hol den. Na gut, dann hoffen wir mal, dass der nett ist. The perpetrator stood nearby, unfazed. Like nothing was wrong. My dad is dead. And he's never coming back, Rachel. Das ist ein Wolf. I can never reminisce with him again.
He can never hold a grandchild that we'll probably never be able to have. I can never talk to him again, and I'll never be able to say I'm sorry for everything. Oh, er rennt weg. Das habe ich nicht erwartet. Dann mal hinterher. Der ist aber ganz schön schnell. So schnell sind wir nicht. Oder der kann fliegen. Er ist ein fliegender Wolf. Ist auf jeden Fall ein weiter Weg nach unten. Wenn wir fallen, dann sind wir schneller. Oh, wo geht's denn hier rein? Ach so. Ja gut, wenn wir hier einfach runterlaufen, dann sind wir, glaube ich, auch schneller. Das Springdauern, das bremst einen ja auch. Gibt es hier noch irgendeine Geschichte oder Punkte auf dem Berg? Oder irgendwas Besonderes? Wir haben ja schon öfter diese Schmetterlinge bekommen, womit wir doppelt, dreifach, vierfach Sprung machen konnten. Vielleicht auch noch Flügel. Irgendwas, womit wir fliegen können. Ah, dort vorne, dort unten sehe ich doch eine Geschichte. Ist zwar noch weit entfernt, aber sie ist da. Ja, das ist ein weiter Weg. Wir haben jetzt das meiste schon geschafft. Mehr als die Hälfte auf jeden Fall. Und nicht nur von dem Weg, ich glaube auch schon von dem gesamten Spiel. Wie ich ja im letzten Part schon sagte, das Spiel ist relativ kurz. Ich erwarte tatsächlich, dass es in diesem Part schon beendet wird. Können natürlich von mir aus auch noch gerne ein paar Parts länger gehen. So. Die Geschichte dort scheint das einzige zu sein, was es hier in dem Gebiet gibt. Dort rechts sehe ich bisher nichts. Sind das hier Berge? Ist das dort ein Berg? Ja doch, das sind Berge. Okay. Das sah zuerst aus wie Wolken, weil die so weiß sind. Und da oben kommen wir her. Hä, was? Ach so. Schon drüber gelaufen. Er möchte anscheinend seine Geschichte nicht weitererzählen. Dann werden wir dort vorne mal über den Hügel gehen und gucken, was uns auf der anderen Seite erwartet. Sobald wir in einer Minute da angekommen sind, natürlich. Oh, es wird dunkel. Es ist Nacht, wir stehen im Wasser. Joseph, you can't go to sleep feeling like this. I'm sorry for everything, and I know you need space, but I'm here for you. You don't need to feel so lost. Joseph, have I ever told you what my mother was like? Oh.
Hier ist was. You know what it's like not to have a mom at home. And you know how hard that made my childhood. What helped me was watching the birds in the morning before the school bus came. I thought that my mother was one of those birds. And it made me want to be free like her. My mom taught me how to fold origami cranes while she was in the hospital. So I told myself I would fold one every day until I could fly myself. Sollen wir vielleicht einfach da bleiben? Vermutlich. Gut, dann laufen wir mal kurz zurück. Wir sind ja nicht wirklich weit gekommen in der ganzen Zeit gerade, auch wenn es nur ein, zwei Minuten waren, glaube ich. So ungefähr. Dann bleiben wir jetzt hier wohl stehen und hören einfach nur noch zu. I think we both have always loved animals. And for me that love started with a dog. Sometimes this Rottweiler would come up to our property line and wait at the fence for me. But only once in a while. I was sure to check every day immediately after school, and it usually ended in disappointment. I would even steal money from my passed-out dad just so I could buy these off-brand dog biscuits. Even when she did stop by, she never went beyond the fence. Why was she so scared? Jetzt dort vorne hin. Also müssen wir uns doch bewegen. Oder wahrscheinlich ist da diese Insel einfach etwas später gespawnt und das ist gar nicht die erste. Dann folgen wir jetzt also immer dem Licht. I think my dad was the opposite of your dad in almost every way. Except he was in the military as well. He coped with alcohol of every kind. The trailer started falling apart, he got angry and I withdrew. More and more I became the weird, quiet kid who made lots of origami birds and carried dog biscuits around. I think we were pretty similar when it came to being the weird kids. And that same sincerity in college was one of the reasons I was so drawn to you. Und nun wartet es dort vorne. Since we lived in the middle of nowhere. I should have talked to my teacher, but I was scared what he would do if he found out. As I waited for the school bus one morning, I walked around until I found something in an abandoned shed. Something I can't put into words. Da vorne. Wir rennen rüber. Key to the shed where he had locked my bike. I'll never forget that feeling. The wind rushing by my ears as the sun rose over fields of wheat. I was flying for the first time. I biked as far as my legs could take me until I found a house that felt friendly and that felt like home. Those strangers helped me in so many ways. And if it wasn't for them, I wouldn't have found my foster family. And if it wasn't for my parents, I wouldn't have met you. Mm-hmm.
Hier ist nichts mehr. Oh. Oh. You have strength, Joseph. And you're not as alone as you think. It's all just so pointless. Just waiting for life to happen. It's like having the home I always wanted is cursed out of my reach. The thought of being a parent myself. How could I do that when I couldn't even be a good son? I'm sorry. I know what you're saying. I just don't know how things will work out. These quiet hours will turn into years. We'll wonder which roads passed us by. Then we'll forge a new road together. Besides, I discovered for myself that one fateful morning where any hopeful road leads to. There may be thorns and mist, but it always leads to the same thing. And what's that? Family. I'm so glad that you're part of my family, Rachel. And I'm glad you're part of mine. Hier sind Tiere, andere Tiere. Na gut, wir sollen dort hochgehen. Bitte nicht umrennen. Hier springen wir einfach kurz drüber. Da haben wir uns ein paar Millisekunden an Weg gespart. Hier ist auf jeden Fall sehr viel Leben. Okay, wenn wir jetzt hier hochgehen, da wird es nicht direkt wieder schwarz. Dort oben auf den Steinen, die dort am Berg hängen, da sehe ich Punkte drauf. Wenn wir so eine Schräge hochlaufen, ich glaube, dann ist es besser zu springen. Da sind wir schneller. Okay, wir müssen nun hier hochkommen. Ja, das schaffen wir doch. So. Hoch. So. Einen überspringen wir sogar. So. Hier hoch. Und wir sind oben. Und wir sehen weiterhin diese riesigen Berge. Und es wird wieder dunkel. Es lädt. So, was passiert nun? Es regnet. Gut. Das Spiel endet. Nein, das Spiel endet wohl doch noch nicht in diesem Part. Ist aber auch gar nicht so schlimm. Zum Teil, so ein bisschen mag ich das Spiel schon. Gut. Aber dann beende ich jetzt hier erstmal den Part. Und dann bis zum nächsten Mal.